Mein Name ist Thomas Bugner und ich zeige Ihnen heute die Forschungsstation Heidelhof, wo wir die intelligenten Fähigkeiten von Kolkraben erforschen. Die Forschungsstation da am Heidelhof ist meiner Meinung nach weltweit einzigartig. Ich kenne zumindest keine Volierenanlage, wo man mit Raben so gut forschen kann. Also mich interessiert die soziale Intelligenz, das heißt, ich will wissen, was die Raben über andere Raben wissen. Und dazu schaue ich mal an, wie sie sich im täglichen Leben verhalten, wie sie miteinander umgehen. Und dann schaue ich mal an in Verhaltensexperimenten, was sie jetzt nun konkret wirklich über die anderen wissen. Eins der Experimente, die wir gemacht haben, ist das Serial Reversal, also die serienhafte Umkehrung von verschiedenen Mustern. In diesen Mustern geht es darum, als erstes eine Farbe zu erkennen und im zweiten Schritt dann zu erkennen, dass jeden Tag die richtige Farbe umgedreht wird, die die Raben und Krähen erkennen müssen. Das, was wir dabei erkennen können, ist, wie flexibel sie im Lernen und wie schnell sie im Lernen sind. Das zweite Experiment, was wir hier sehen, ist eine TBA-Box oder Puzzle-Box. In dieser Box gibt es drei verschiedene Öffnungsmechanismen, eins zum Treten, eins zum Ziehen und eins zum Schieben, wo die Raben und Krähen herausfinden müssen, wie diese Öffnungsmechanismen funktionieren. Und das, was ich dabei teste, hat jetzt eben schon viel mit sozialer Kompetenz zu tun, denn am Schluss werden jeweils ein Pärchen damit konfrontiert mit zwei Boxen und ich schaue mir dann an, arbeiten sie zusammen, kooperieren sie, arbeiten sie alleine miteinander und damit kann ich wiederum ein paar Daten suchen oder Daten finden und versuchen zu erklären, wie soziale Kompetenz sich tatsächlich bei Raben und Krähen äußert. Das ist unglaublich lustig, mit den einzelnen Charakteren und Persönlichkeiten zusammenzuarbeiten. Und besonders wenn ich sie dann mit solchen Experimenten konfrontiere, ist es das Spannendste zu sehen, dass sie es verstehen wollen, dass sie Spaß haben, aber gleichzeitig auch frustriert sind. Hin und wieder hauen sie dann am Boden, wenn etwas nicht funktioniert, oder sie ziehen mir Dinge weg, weil sie jetzt gerade zeigen wollen, dass sie frustriert sind. Und ich finde, das ist etwas, was einfach extrem nachvollziehbar ist, und auch dabei schaue ich Ihnen gerne zu, wie Sie dann jeden Tag besser werden und jeden Tag dazulernen. Bei den Verhaltensbeobachtungen schauen wir an, wie Sie im täglichen Leben miteinander umgehen. Das kann sein, dass Sie einander helfen, aber es kann sein, dass Sie einander austricksen. Und speziell beim Letzteren sind sie ziemlich gut. Bei den Verhaltensbeobachtungen verwenden wir zwei verschiedene Methoden. Auf der einen Seite nehmen wir die Raben mit einer Videokamera auf, damit wir schauen können, wer mit wem interagiert und quantifizieren können, was für Verhaltensweisen vorkommen. Und auf der anderen Seite verwenden wir auch Audioaufnahmen. Raben und Krähen sind für ihre kognitive Fähigkeiten bekannt, aber auch dafür, dass sie ein komplexes soziales Verhalten zeigen. Wenn man ihnen Experimente gibt, die von verschiedenen Teilen gemacht sind, zum Beispiel wenn sie etwas spielen müssen, wo halt man ein Stück zum Beispiel rausziehen kann, dann klauen sie es gerne und verstecken es. Weil sie verstecken generell Futter, aber sie verstecken gerne auch Objekte und dann kann es schwierig sein, sie wiederzufinden. Also manchmal sind sie so gut darin, die Objekte zu verstecken, dass wir Monate brauchen, bis wir sie dann irgendwann wiederfinden. Was uns allen interessiert, ist eigentlich zu wissen, warum Menschen so eine Intelligenz und entwickelt haben, also wie wir sie haben, also wie das eigentlich zustande gekommen ist. Und da können uns die Raben wiederum helfen, ein Puzzleteil im Gesamtbild zu erkennen.